Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Abend, hat mich wieder für euch in The Wolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um vier Mounts, die wir uns leider nicht in-game erspielen können, sondern da müsst ihr eure Kreditkarte zücken. Und zwar gibt es vier neue Mounts, die wir über ein Bundle im Shop uns holen können. Und zwar habe ich mir die schon geholt. Das sind diese vier, die werden wir uns jetzt gleich angucken. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch erst, was das im Shop kostet, bevor wir uns die Mounts im Detail anschauen. Und zwar, wenn man sich die gekauft hat, dann sind die tatsächlich hier nicht mehr drin. Die findet ihr aber sonst unter Angebote. Und das haben wir einfach hier, wenn ihr quasi in den Client geht und auf Shop geht, dann haben wir die einmal gleich hier oben schon im Startframe, beziehungsweise ihr könnt auch ein bisschen runterscrollen, da müssten die auch drin sein. Neben den Karawanen-Brutosaurus, wo ich auch schon ein Video gemacht habe, haben wir hier einmal das Bundle. Und hier seht ihr, ihr kriegt die Mounts sowohl im Classic WoW als auch im Retail WoW. Die sehen geringfügig anders aus tatsächlich. Aber prinzipiell sind es die gleichen Mounts. Wir werden uns jetzt die Sachen im Retail-WoW anschauen, da ich im Classic-WoW ehrlich gesagt nicht wirklich unterwegs bin. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die vier Mounts an. Also das erste Chaos-geschmiedete Unheilschwinge, die packen wir jetzt mal aus und setzen uns einmal drauf. Warte mal, ich ziehe mir hier vielleicht gleich mal mein Mount-Special-Ding rein. Also es ist auf jeden Fall ein Flugmount, ne? Sieht man ja schon. Alles andere hätte uns jetzt auch gewundert. Dann schauen wir uns die Fledermaus mal an. Also sie hat leuchtend blaue Augen. Ein bisschen zerfleddert ist sie auch. Sieht sehr, sehr cool aus. HT-Texturen, das ist mir immer ganz wichtig. Okay, jetzt schauen wir uns das Mount Special noch an. Ja gut, das kennen wir von den Fledermäusen, ne? So ein bisschen eine Rolle ist schon ganz nett. Dann haben wir als zweites Chaosgeschmieder Greif. Den können wir auch auspacken. Okay, das ist auch wieder ein neues Model von dem Greif. Mit einem Lordaeron-Wappen vorne drauf. Einer goldenen Rüstung. Ja, von den Greifen kennen wir oder haben wir ja schon einige. Mount Special können wir uns auch angucken. Bisschen die Vorderpfoten heben mit dem Kreischen. Ist ganz nett. Aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. So, dann das nächste ist Chaos-geschmiedeter Hypogreif. Das ist jetzt quasi dann ein Elfengreif. Mit einer elfischen Rüstung, auch blaue Augen, hier mit einem Geweih obendrauf. So einen Halbmond, würde ich mal sagen, ist das vielleicht so ein bisschen Ilun-Anspielung. Mit ein bisschen Gras an den Füßen, beziehungsweise auch unterm Sattel. Und auch hier, Mount Special wird dasselbe sein, ne? Ups, halt, so müssen wir das Mount Special machen. Ja, also ist natürlich das gleiche Mount Special wie bei den anderen Greifen. Und dann haben wir als letztes noch Chaosgeschmiedeter Windreiter. Und das sieht eigentlich fast am coolsten aus, muss ich sagen. Stechend gelbe Augen mit einer Hordenverzierung. Und ich vermute, dass diese vier Mounts halt die Anlehnung sind an quasi den ersten Greif auf Menschen. Dann die Fledermaus, natürlich Undead, das Ork und Elfen. Das sind die ursprünglichen vier Völker aus Warcraft. Und das Ganze findet ja im Rahmen der Feierlichkeiten für 20 Jahre World of Warcraft und, glaube ich, 30 Jahre Warcraft, oder? Müsste es sein. Also in dem Rahmen statt. Und dementsprechend, ja, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Gut, ja, das waren die vier Mounts. Wie gesagt, kosten 30 Euro. Wenn man das natürlich jetzt mit dem Brutosaurus-Mount vergleicht, hier gibt es vier Mounts für 30 und der kostet für einen Mount 78. Naja, dafür hat der ein paar mehr Funktionen, ne? Muss man sich überlegen, wie man es macht. Ich als Sammler hole mir die tatsächlich alle. Ich denke mal, der ein oder andere ist da so ein bisschen voreingenommen zum Shop. Kann es auch verstehen. Ich hätte es persönlich auch lieber, wenn man alle Games oder alle Mounts in-game hätte farmen können. Aber naja, Blizzard sieht da eine relativ gute Geldquelle und dann machen sie das. Juti, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Mounts in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.